Okay, ich bin nicht Batman, ich bin der Profi und Teil. Willkommen zum neuen Video. Ich habe euch ein Lego Technik Set mitgebracht, die 42127, das Lego Technik Batmobile. Unverbindliche Preisempfehlung 99,99 €. 1360 Teile macht einen Teilepreis von 7,35 Cent, was gar nicht so schlecht ist in der Lego Technik Welt. Wir haben keine Figuren dabei und es ist ein Lizenzmodell von Warner DC mit Lego Batman. Wir haben zwei Highlights. Zum einen haben wir zwei Leuchtsteine, einen orangen und einen roten. Einer vorne, einer hinten verbaut. Das weitere Highlight ist, das ist ein Lego-Technik-Auto wie Dom's Charger aus The Fast and the Furious, der einen Huni kostet, viele Teile hat und gar nicht so übel ist. Wir kennen ja andere Lego-Technik-Autos, zum Beispiel den hier, die Corvette, die ZX1 oder ZR1 für 40 Euro, der hat 40 Euro gekostet, war ein super nettes Teil, hat echt Spaß gemacht. Der McLaren Senna kostet gerade 50 Euro, hat ungefähr die gleiche Teileanzahl. Und das Batmobile ist ein bisschen größer. Das hat nämlich eine Länge 45 cm und es hat viele Details im Innenraum. Wir haben im Innenraum haben wir schön viele Aufkleber im Cockpit. Wir haben Türen, die wir öffnen können. Wir können die Motorhaube öffnen und hinten dran haben wir noch kleine blaue Flammen. Auf Seite sehen wir hier Lego The Batman mit, so machen wir es mal, mit Robert Pattinson, das Spiel der neuen Batman. Zu dem Film ist auch dieses Auto, dieses Set. Und der Batman hat nicht mehr den. Das coole, klassische Batmobile, dieses krasse, abgefahrene, lange Ding. Der Batman hat aber auch nicht diesen coolen Tumbler. Nein, Batman fährt ein Muscle Car in dem Film. Und dieses Muscle Car hat Lego aus Lego-Technik-Elementen nachgebaut. Wir sehen im hier hinten auch einen richtigen Motor im Übrigen. Der wird leuchten. Da ist ein Leuchtstein drin. Da bin ich gespannt. Also ein Set mit zwei Leuchtsteinen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab. Jedenfalls Lego-Technik bockt mich ein bisschen. Ich habe ja gesagt, der einzige Grund, warum ich mir den kaufe, ist, ich will wissen, ob der da drauf passt. Ich will wissen, ob der auf meinen Autotransporter passt von der Breite. Viele Leute sagen, könnte sein von der Breite. Viele Leute sagen, geht nicht. Mal gucken, ich bin gespannt. Das Set kommt am 1. Januar raus. Ich habe es vorher gekriegt. Und es ist ein bisschen Bauspaß. Ich würde sagen, wir machen es mal auf, oder? Wir gucken mal rein. Wir machen mal ein Unboxing. Ich habe mir ein bisschen was besorgt hier. Was richtig Scharfes. Es sind Eindrücklaschen. Und ich sehe es nicht ein, dieses schöne Set einzudrücken. Deswegen schneide ich hier oben bei der Kartonlasche den Kleber auf. So. Zack. Zu mit dem schönen scharfen Messerchen. So. Machen wir mal auf. So. Gucken wir mal rein. So. Was haben wir denn? Wir haben wunderschöne, dicke, große Reifen. Gefallen mir schon mal sehr gut. Das heißt, dicke, große Reifen. Also, wir vergleichen mal. Kann schon was, ne? Dann haben wir 7 Bauschritte. Es geht bis zu Zahl Nummer 7. Wir haben sogar auch ein paar Technikzahnkranz drin. Worum auch immer Technikzahnkranz. Ne, Quatsch, eine Kotflügel. Und wir haben eine Anleitung. Eine wunderschöne Anleitung, bestehend aus, zeige ich euch auch gleich das Auto aus dem Film, 393 Bauschritte. Das letzte ist die Hand-of-God-Steuerung, die man abmontieren kann. Und in der Bauanleitung findet sich übrigens kein Sticker. Da ist kein einziger Sticker dabei. Ein Lego-Technik-Set ohne Sticker. Gibt's denn sowas? Mega gut, ich freue mich. Ganz hinten ist ein Bild drauf von dem Auto. Erstmal hier Robert Pattinson, der Batman. Klassiker, ne? Und hier sehen wir das Auto im Vergleich mit der Lego-Technik-Karre. Also es ist wirklich so, dass es ein Muscle-Car ist. Das ist nichts, das sich Lego ausgedacht hat oder richtig mies umgesetzt hat. Es ist ein Muscle-Car. Und zwar leuchtet es vorne aus dem Motorraum rot, deswegen der Leuchtschein vorne drin. Deswegen ist es so, das hat sich niemand aus Willkür ausgedacht, sondern nur diese Leute von DC, von Warner. Und hinten leuchtet der Motor eben auch. Ich habe Bock, das Ding zu bauen. Ich baue es jetzt auch. Und dann gucken wir mal, was das Ding so kann und ob es auf den Autotransporter passt und so weiter und so fort. Ah, Leute, ich bin gespannt. Da ist er, der Bock. 45 cm lang und richtig breit. Und ja, das ist die Corvette im Vergleich. Ich hebe sie mal kurz nebeneinander, dass ihr das seht. Also das Ding ist doppelt so lang und doppelt so breit wie die Corvette. Also das Ding ist schon groß. Ich habe es mir kleiner vorgestellt und ich nehme es gleich vorweg. Ich nehme den Kollegen mal hierher.
den Autotransporter. Also ihr werdet eine kleine Ahnung haben, dass das Gerät nicht da drauf passt. Ja, also. Vielleicht so, aber definitiv kein Auto für den Autotransporter. Ich habe es mir wesentlich kleiner vorgestellt. Hätten wir das mal abgehakt. Wir haben blaue Pins, wir haben rote Achsen. Gleich zu Beginn, hier oben seht ihr rote Achsen, bei der Lenkung seht ihr eine rote Achse und so weiter und so fort. Das sind kleine rote Achsen drin und blaue Pins. Die machen aber Sinn. Warum? Komme ich gleich. Der Bau hat Spaß gemacht, richtig viel Spaß gemacht. Es war teilweise, es ist ein Auto. Das bedeutet, viele Dinge sind repetitiv, wie die Sitze bauen, die Kotflügel bauen, der Motor, da ist viel repetitive Arbeit mit bei. Ist aber so, ist ein Auto, das ist symmetrisch. Ist okay. Und ich habe euch angelogen, es sind Sticker mit drin, drei Stück. Drei Sticker. Und alle drei Sticker werden im Cockpit verbaut. Das ist das Armaturenbrett und diese Special Bed Sachen. Voll gut, kannst du nichts falsch machen. Ist beklebt, dass es nicht bedruckt haben, ist eine Sache, ist okay. Aber ansonsten kein weiterer Sticker. Kein Batman-Logo-Sticker, kein andere Sachen mit drauf, aber auch kein Print. Kein Print hier drauf. Ist einfach so. Es ist ein US-Muscle-Car. So sieht es nämlich aus. Es ist ein Muscle-Car. Und es hat Funktion. Zeige ich euch gleich. Ja, es sind zwei Leuchtsteine drin, komme ich gleich. Ich war vom Bau überrascht. Es hat mir mehr Freude gemacht, als ich dachte. Und es sieht aus wie ein Muscle-Car. Jetzt mal ohne Witz. Guckt euch mal das Ding an. Wir haben hier bei den Türen, ich halte es mal hier so, bei den Türen haben wir diese Seitenschweller. Die sind richtig gut gelungen. Hinten das Heck mit dieser schrägen Windschutzscheibe ist super gelungen. Dann haben wir vorne diese Motorhaube, die diese Lüftungsschlitze hat. Die müssen sein, weil da muss ja Luft ordentlich rein, da muss ja was reingepumpt werden. Und jetzt ohne Witz, also das Dach, das sieht doch richtig gut aus. Ich meine, da ist keine Scheibe drin. Hat auch einen Sinn, warum keine Scheibe drin ist. Und das sieht doch richtig gut aus. Das sieht aus wie ein US-Muscle-Car. Also jetzt ohne Witz, das sieht echt gut aus. Macht diese Flammen ab und ihr habt ein richtig cooles Auto. Nicht wie Doms Charger. Dominic Toretto's Charger war sogar noch ein bisschen kleiner, kostet auch einen Huni. Da gefällt mir das wesentlich besser. Zu den Funktionen. Wenn ich fahre, bewegt sich hinten diese Flamme. Warum bewegt sich die Flamme? Weil ein Differential drin ist, da seht ihr auch schon, die Farben hin verbaut sind. Auch eine gelbe Achse und ein bisschen rot und ein roter Stein und ein rotes Differentialzahnrad. Das Auto ist schwarz und grau. Mit minimalen Farbakzenten. Hier habe ich ein Differential, wenn ich das bewege, beziehungsweise ein Rad bewege, tut sich nicht viel. Wenn ich beide Räder gleichzeitig bewege, dreht sich hinten die Flamme. Voll gut. Brumm, brumm. Wir haben eine Lenkung. Ich kann lenken. Und das Ding hat einen ordentlichen Wendekreis. Ist ganz okay. Kommt mal gut rum. Es gibt bessere Sets, logisch. Wir können die Türen aufmachen. Und jetzt, bei den Türen komme ich gleich dazu. Wir können hier vorne aufklappen. Das ist stabil, da kannst du nichts sagen. Hinten kann man nichts aufklappen, das ist alles fest, weil der Motor liegt auch offen drin. Der ist ja nicht verkleidet. Bei den Türen haben wir ein kleines Thema. Die sind an zwei Stellen fest, aber da, wo sie festgemacht sind, das sind nicht die stabilsten Verbinder, die eiern da rum. Das seht ihr wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, wer den ganzen Tag mit dem Ding, oh cool, auf, zu, rein, raus, auf, zu, rein, raus, brumm, brumm. Ich weiß nicht, wer das macht. Das ist ein Display-Set zum Hinstellen und mehr ist es nicht. Das mit dem Cockpit, komme ich gleich dazu, ich nehme auch gleich das Dach ab. Die Front vorne haben sie mega gut getroffen. Da sind ein paar Lego-Steine mit drin. Hier die Seite mit den Schwellern haben sie gut gemacht, mit diesen Überständen. Klasse gemacht. Ihr seht auch mal komplettes Profil von der Seite. Ich finde es super mega gemacht. Und natürlich von oben mal, zeige ich euch auch noch, der Motor. Das sind durchsichtige Motorblöcke und da bewegen sich die Kolben mit. Blaue Pins komme ich gleich zum Sprechen. Das lasse ich noch aus. Den blauen Pins hebe ich mir für den Schluss auf. Wir haben zwei Leuchtsteine drin. Leuchtstein Nummer 1, wenn ich hier oben, übrigens, das ist ein Displaymodell, ich kann das hier oben abmachen, da kann ich so hinstellen, ohne Zahnrad, und da steht er so wunderbar im Schrank. Ohne Zahnrad, ohne Lenkung, ohne alles. Aber der eine Leuchtstein, guck mal, Achter, seht ihr das im Motorraum? Wenn ich die Lenkung nach unten drücke, leuchtet da Leuchtstein im Motor. Da ist da ordentlich Dampf im Kessel, da geht's ab. Finde ich ein nettes Gimmick, da drückt man quasi eine Achse nach unten, die geht auf 2 Slope Modified. Quasi so einen 45-Grad-Winkel drücke ich von oben drauf und dann drückt es da hinten den Leuchtstein rein, beziehungsweise die Achse ist gelagert dadurch, das fühlt sich an wie federgelagert, ist es aber nicht. Und dann leuchtet das hinten schon rot. Der Motorraum kann auch leuchten und guck mal da ins Cockpit rein. Da seht ihr so einen kleinen, schönen, silbernen Hebel, deswegen ist auch keine Scheibe drin. Wenn ich den Hebel nach vorne drücke, leuchtet der Motorraum orange. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, warum der Motorraum orange leuchtet, aber es wird eine Bewandtnis haben, weil das ist ja anscheinend kein Motor drin. Ich mache auch gleich nochmal auf, könnt ihr reingucken. Und dann drücke ich dann Hebel nach vorne, bricht mir das hier ab.
leuchtet es orange. Immerhin haben sie es mit einer Funktion umgesetzt und nicht irgendwo so ein kleiner stupider Hebel, den ich hier irgendwo drücken muss, dass das eben gut ist. Das finde ich schön, dass sie das so umgesetzt haben. So, das ist da vorne das einzig Lose. Das finde ich schön, dass sie das wenigstens im Cockpit gelöst haben. Motorraum ist allerdings nicht. Da kann man direkt in die Lenkung gucken und dann ist da sehr viel Luft. Seht ihr auch den Leuchtstein? Da ist nicht wirklich viel drin, leider. Dafür ist im Innenraum ein bisschen mehr los. Wir haben hier auch Luft drin, wie ihr seht. Also kann man von unten durchgucken. Kuckuck. Also, und diese Dinger da vorne gehen wir echt auf die, Na auf den, auf die Nase. Gehen wir mal weg hier. Also da kann man wirklich 1A durchgucken. Die Sitze hingegen sind cool gemacht. Man kann sie aber nicht verstellen. Ich nehme mal so einen Sitz raus. Der wird nämlich nur an einem Pin aufgehangen. Entsprechend wackelig ist der auch. Der wird nur an diesem einen roten Pin aufgehangen. Und er hat die Möglichkeit, die Kopfstütze zu verstellen. Ja. Aber nicht die Neigung aufgrund von diesen Elementen. Würde man diese Elemente wegmachen, könnte man den Sitz auch noch neigen. Das fände ich cooler. Ich überlege mal, sie wegzulassen. So, machen wir den Sitz mal wieder heile. So, schön alles wieder montieren hier. Bauen wir den Sitz wieder ein. Wir wollen ja damit fahren. Was ich schade finde, ist, wir haben hier oben eine Hand-of-God-Steuerung, aber das Lenkrad ist nur an einem Pin aufgehangen. Und das Lenkrad hat vier Noppen und einen blauen Pin. Ich komme noch zum blauen Pin-Thema, keine Panik. Dass keine Minifigur beiliegt, wie bei Lego kleineren Modellen oder beim Tumbler, sehe ich ein. Es ist ein Technikmodell, da muss keine Lego-Minifigur beiliegen. Trotzdem fände ich es als Gimmick super toll. Ich habe genügend Batman, deswegen steht er hier neben meinem kleinen Bruno. Bruni, Entschuldigung. Die letzten zwei Batman-Fahrzeuge. Das 1960er Batmobil hatte diese Felge, dieses silberne 1x1 Rundplate. Und das Batmobil davor hatte diese 2x2 Rundgeschichte hier als Felge. Die war viermal dabei, die war viermal dabei. Warum nimmt man es sich nicht irgendwie und legt mir so ein Teil bei, dass man so ein cooles Lenkrad hat? Und wenn einem das nicht gefällt, hey, dann nehme ich doch einfach die 1x1 Fliese und mache die als Lenkradzierde rein. Warum habe ich hier. Es gibt diese bedruckten Teile von Lego. Warum ist da nicht eins mit bei, dass das Ding einfach ein Bat-Lenkrad hat? Möge es so sein, dass es im Film nicht so ist. Das kann ja gut möglich sein. Ist okay. Aber einfach als Gag für mich. Das finde ich schade. Guckt halt ein blauer Pin raus. Tada! Blaue Pins sind immer beim Thema. Blaue Pins sind wirklich ein Thema. Wir sehen blaue Pins nämlich nur hier vorne, wo die blauen Flammen rauskommen, weil da vorne muss wohl auch irgendwas Motorisiertes sein. Da gucken halt blaue Flammen raus, es sind blaue Pins drin. Da sage ich, okay, das passt. Und blaue Pins gucken hier an der Türe raus, hier unten seitlich bei den Schwellern. Und natürlich hinten bei dem Motor ein bisschen und ein bisschen. Aber habt ihr schon mal eine Seite gesehen, an der Türe, an dem kompletten Seitenrand, hier komplett durch? Seht ihr da irgendwo blaue Pins? Lego, was ist los? Wo sind meine geliebten blauen Pins? Wo sind meine blauen Pins hin, die überall rausgucken? Ihr werdet es nicht glauben. Es sind blaue Pins drin. Und zwar haben wir in diesem Set verbaut, wir gucken mal nach, 68 blaue Dreierpins. Jetzt haltet euch mal fest, du dich auch hier. Das ist ein langer Dreierpin mit Achsaufnahme. Da sind Dutzende drin. Und die werden alle so angebracht, dass sie den Pin nach außen haben, weil sie ja irgendwo gepinnt werden muss, zum Beispiel hier bei diesen Radkästen. Und innen drin ist ein Achspin in Rot oder was auch immer, der die Aufnahme hat, dass es stabil ist, sodass keine blauen Pins rein müssen. Es geht doch! Und das Ganze ohne die anderen Pins in Blau herstellen, in Schwarz herstellen zu müssen. Es geht doch! Klasse! Super gelöst. Hat mir beim Bau sehr viel Spaß gemacht. Auch der Motor hinten, dass er transparent ist, dass man reingucken kann, top. Dass da leer ist, dass man da unten durchgucken kann und dass da drin leer ist, mein Gott, ist halt so. Dafür habe ich diese Leuchtsteinmechanik, wo ich dann eben leuchten lassen kann. Das ist der Gag davon. Und dass ich fahre, dass da hinten der Kolben, die Kolben sich bewegen und das blaue kleine Flämmlein sich bewegt. Oder hinten die Domstreben, ohne Witze, sind auch super. Ich habe ja gesagt, ich hole mir das Set, weil ich es ausprobieren will, weil ich gucken will, wie dieses Set ist, wie es ausschaut, weil 100 € ist schon ein Ding, aber allein weil es Batman ist, hat mich schon interessiert. Ich habe den Film noch nicht gesehen, er läuft noch nicht im Kino mit dem Glitzervampir Robert Pattinson. Ich nenne ihn immer Glitzervampir, tut mir leid, aber ja. Ich bin megamäßig gespannt, wie der Film ist. Das Auto auf jeden Fall, das ist ein wunderschönes Muscle Car, macht die Flammen weg, ein echt schönes US-Muscle Car.
Hier vorne der Kühlergrill, da guckt noch ein bisschen die gelbe Stange durch. Ob das vielleicht mit dem Film was zu tun hat, dass da vorne auch was Gelbes durchguckt, das weiß ich nicht. Die Felgen übrigens auch top gemacht, sind zwei unterschiedliche Reifengrößen, wie ihr schon bemerkt habt. Hinten die großen, vorne die kleinen. Auch wunderschön mit, muss ich euch mal zeigen. Da haben sie auch diese runden Technikelemente, Sechslochelemente in Schwarz beigelegt, dass ich die auf diese, Achtung, vorne geht es schwerer, hinten ist eine hellgraue Achse und vorne ist eine braune Achse. Seht ihr da eine hellbraune oder graue Achse, wenn diese Radkappen drauf sind? Lego, es geht doch. Das ist ein Vorzeigeset. So muss man blaue Pins verstecken, dass man sie hier hinten nicht ganz so einfach verstecken kann beim Motor, der durchsichtig ist. Okay, da hätte man vielleicht noch ein bisschen was anders machen können. Aber es gefällt mir. Er hat keine Federung. Okay. Er hat aber einen Leuchtstein. Leuchtstein, der umständlich zu bedienen ist. Er fährt und bewegt sich da hinten. Das ist ein Lego Batman Set. 100 € ist eine ganz schöne Hausnummer. Das wird im Handel für 80 € laufen. Gar keine Panik. Und für 80 € ist es gar kein schlechtes Set. Der im Vergleich mit dem Charger von Dominic Toretto ist der hundertprozentig besser. Mir gefallen die Türen besser. Die schließen gescheit. Guck mal, wie die schließen. Das ist zwar kein Türschließmechanismus, aber die passen wunderbar da rein. Dass es keine richtige Lenkung ist. Ja, mein Gott, ist halt so. Dass der Innenraum so ein bisschen leer ist. Mein Gott, ist so. Da kostete 40 übrigens UVP. Also das ist gar kein schlechter Deal, wie ich finde. Es ist besser als gedacht. Und diese drei Aufkleber, auf die verzichte ich. Ich brauche kein beklebtes Cockpit, muss ich nicht haben. Kommen die Anleitungen zurück und damit ist der Käse gegessen. Klar, kleiner Batman stelle ich mir aus Jux oben drauf. Macht Freude. Aber es ist viel besser, als ich gedacht habe. Und zum ins Schaufenster, ins Schaufenster, ins Regal stellen, einfach hier die Achse ab. Also ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Da haben sie mal wirklich wieder das abgeliefert. Gerade das mit den blauen Pins, die hier fehlen, das schwarz ist. Ja, ihr könnt jetzt sagen, bei der Stoßstange, da sind noch schwarze Sachen und so. Aber es war auch ein ganz entspanntes Bauen. Sehr viel Schwarz, keine gruseligen Farben. Es ist rot mit drin, es ist gelb mit drin und es ist so ein Orange mit drin und es ist noch Leim mit drin. Das sieht man aber nicht. Hier hinten, wenn man ganz bedächtig drauf schaut, sieht man es. Aber ansonsten ist ein super entspannter Bau. Hat mir sehr Freude gemacht, also kann ich mehr sagen. Wer Autos mag, wird mit diesem Set viel Freude haben. Wer mit Dominics Charger oder Dominic Toretto's Chargers Fast and Furious Freude hat, hat mit dem noch viel mehr Freude. Und wer mit diesen kleinen Autos, mit dem Senna oder mit der Corvette Spaß hat, hat mit dem noch viel mehr Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Also, schon mal das erste schöne Lego-Technik-Set, das mir so gefällt. Als nächstes baue ich den Chopper, denke ich mal. Danach das abgesteuerte Transformationsfahrzeug und ein ATV. Stehen auch noch da. Und dann gucken wir mal. Also jeden Käse kaufe ich mir nicht, aber die gucke ich mir definitiv noch an. Und das mit den unterschiedlichen Reifengrößen gefällt mir auch. In dem Sinn hoffe ich, ihr hattet Spaß und ich bin wirklich nicht Batman, tut mir leid. Und habt noch einen schönen Tag. Bis bald.